Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Pay2Lose und begrüße euch zu meinem Video. Da 1.5 mit großen Schritten auf uns zukommt und es bis jetzt noch keine offizielle Verzögerung gibt, zumindest zum Stand heute, können wir davon ausgehen, dass das Set aktuell noch zum 12.3. released wird. Und ich würde sagen, da wird es langsam mal wichtig, dass wir uns die Farben angucken, gucken, welche Digimon es gibt, welche gut sind, welche vielleicht weniger gut sind und worauf man das Augenmerk legen sollte. Noch eine Art kleine Ankündigung: Bandai hat selber für den 21.3. ein Webcam-Turnier, ich sag mal, ins Leben gerufen, beziehungsweise möchte es starten. Läuft genauso ab wie das erste Webcam-Turnier, was wir im November hatten. Es wird halt Preise geben, Teilnahmepreise, die man dafür bekommt. Je höher man abschließt, desto besser werden die Preise dann natürlich. Aber prinzipiell bekommen wir wieder eine Box, Memory Gauge. Was haben wir denn noch dafür bekommen? Promo Packs. Also könnt gerne mitmachen. Vor allen Dingen macht es halt Spaß, auch gegen verschiedene Leute aus Europa zu spielen. Macht einfach mit und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zur Farbe Rot und gucken uns die Farbe etwas genauer an. Okay, kurz an habe ich mich gerade noch dazu entschieden, wenn wir schon über das Turnier reden, können wir uns das Ganze auch kurz angucken. Ich bin dazu hier auf der Internetseite, wie man hier oben sehen kann, digimoncard.com/global. Hier wählen wir dann natürlich Europa aus, weil wir halt in Europa leben. So, das machen wir oben mal weg, das geben wir nämlich tierisch auf den Driss. Was hier noch anzumerken wäre, dass es gibt eine Restriktionsliste für diese zwei Karten. Die geht aber erst ab dem 1. April, sollte man also im Hinterkopf behalten. Ansonsten, um auf das Event zu kommen, klickt ihr oben dann auf Event. Wir haben einmal Organized Play, ist halt allgemein für, naja, Organized Play, damit ihr halt auch zum Beispiel eure Budokai Card Club Number bekommt. Budokai Card Club, ja doch so heißt das. Und dann klickt ihr halt hier drauf, Premiere to Online Event. Ich weiß nicht warum, das hier noch nicht nachgetragen wurde, aber hier könnt ihr euch dann prinzipiell registrieren. Europa ist eigentlich schon angekündigt worden, ich weiß jetzt nicht warum das hier noch nicht drauf ist, wird dann aber hoffentlich bald geupdatet. Naja, könnt ihr dann halt über die Links machen, wenn da auch einer ist. So, hier steht dann nochmal, worum es geht. Online Singles, Constructed, Best of 3 Games, 50 Minutes Qualifying Matches. Kein Top Cut, finde ich ein bisschen schade, aber naja, ansonsten wird es halt ewig lange dauern. Preise kriegen wir diesmal halt allgemein nur fürs Mitmachen, kriegen wir halt wieder das Memory Gauge, was wir auch schon beim letzten Mal bekommen haben. Eine Storage Box. Ja, ich bin ganz ehrlich, die sind jetzt nicht besonders hochwertig, aber haben ist schon mal ganz nett. Promo Pack Volume 0. Ja, ich weiß nicht, also die werden immer noch gewollt, da sind noch ein paar gute Karten drin, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so gut finden soll, da man davon schon so viel bekommen hat, aber hey. DigiX Sleeves, die finde ich persönlich ganz cool. Sind halt Höhen, die wir noch dazu haben, die wir beim letzten Mal nicht bekommen. Top 16 bekommen nochmal jeweils 3 von den Promo-Packs und jeweils ein Set of Sleeves. Auch ganz nett. Und der erste bekommt dann nochmal ein Set of Sleeves, ein Card Case und eine Playmat. Hier unten sehen wir nochmal alles, das sind die Memory Gauge, die sind wirklich sehr, sehr schön und auch recht hochwertig, wie ich finde. Die Box sieht optisch schön aus, da passen einige Karten rein, aber sind wir ehrlich, es ist nur eine Pappbox, also ich sag mal so, ich würde sie mir so nicht kaufen, da ich sie aber schon beim letzten Mal bekommen habe, benutze ich sie halt, falls ihr damit versteht, was ich meine. Das ist halt das Promo-Pack. DigiX Sleeves, die finde ich persönlich ganz cool für die DigiX, dass man da direkt was hat. Ein Set of Sleeves, die finde ich persönlich recht nice anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die zwei sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, warum man sich ausgerechnet dann noch für die beiden Engel hier entschieden hat, aber gut, nehmen wir halt auch an, sehen halt auch schön aus. Card Case, also quasi eine Deckbox, ich weiß nicht, aus welchem Material die ist, ich würde jetzt mal behaupten, dass es bedrucktes Plastik ist. Was ich dann wieder interessanter finde, ist halt hier diese Playmat, die finde ich halt sehr, sehr schön. Ist halt eine Anspielung auf das erste Digimon World, wo Metal Greymon und Metal Mamemon gegeneinander kämpfen. Das Ganze so ein bisschen Digimon World-mäßig, aber gleichzeitig auch aufgemacht wie die Virtual Pets. Finde ich sehr, sehr schön. Also ich möchte ja gerne mitmachen. Ich hoffe, dass wir, naja, ich hoffe, dass wir die Sachen halt pünktlich bekommen. Und dementsprechend springen wir aber jetzt wirklich zu den Karten. So, hier habe ich einmal die ganzen Karten, die wir aktuell in dem Set bekommen. Rot sind ehrlich gesagt gar nicht so viele, wenn man sich das mal anguckt. Aber man muss es auch vergleichen. Im Gegensatz zu Set 1.0 haben wir ungefähr insgesamt die Hälfte an Karten in dem gesamten Set. Das heißt, es ist auch leichter, an Playsets zu kommen oder an die Karten, die man gerne möchte. Das nur vorweg. Und ich bin ehrlich, ich werde nicht auf jede Karte einzeln eingehen, sondern ich werde nur auf die Karten eingehen, die meiner Meinung nach besonders stark sind, besonders spielstark oder die in meinen Augen zumindest gut sind. Das kann natürlich von eurer Meinung abweichen. Ansonsten, wenn ihr eine andere Karte gut findet oder eine gewisse Strategie dahinter habt und sagt, hey, guckt ihr die mal genau, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich guck's mir gerne an, ich lerne gerne Neues dazu. Ich habe mich auch bei 1.0 von vielen Karten überraschen lassen, die ich am Anfang gar nicht so gut fand und mir dann gedacht habe, okay, die sind ja vielleicht doch gut. Also dementsprechend, nehmt es nicht zu ernst, nehmt es nicht zu 100% als die Meinung, sondern es ist meine Meinung
Und ich bin gern offen für Neues, möchte ich damit eigentlich nur sagen. Wir fangen einfach mal mit der neuen Level 7er Karte an, die wir kriegen können, und zwar Ragnar Lordmon. Ragnar Lordmon ist halt, wie schon gesagt, ein Level 7er Digimon, Typ Virus, was sehr wichtig ist, wenn wir von einer anderen Karte eingehen, also behaltet das beim Hinterkopf. Als Typ haben wir Legends Arms, das ist auch sehr wichtig, behaltet das auch im Hinterkopf. Playcost von 14, wie gesagt, ist halt zu hoch. 14.000 ist sehr, sehr gut, ein hoher Wert, den wir haben wollen. Zumal wir auch noch Gains kriegen können, dadurch, dass wir rot sind. Können für 3 digitieren. Das ist schon ganz nice, wenn wir an Omnimon und Millenniummon denken, die halt sonst nur für 6 digitieren können. Auf rot oder schwarz. Das heißt, schwarz hat natürlich einen gewissen anderen Zugriff auf dieses Digimon. Darauf kommen wir aber in einem anderen Video. Aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ansonsten selber bringt dieses Digimon mit Security Attack plus 1. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Das stört mich nämlich ehrlich gesagt, wenn ich da in Level 7er liegen habe und es wirklich nur einen Security-Check machen kann. Finde ich, macht das Ganze teilweise doch schon zu langsam. Auch wenn, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worüber ich mich beschwere, aber ich mag es halt mehr, wenn Security plus 1 drauf ist. Bekommt selber noch Reboot, eine meiner absoluten Lieblingsfähigkeiten. Das heißt, wir greifen an und können dieses Digimon einfach wieder hinstellen und es ist sozusagen sicher vor anderen Angreifern. Das finde ich sehr, sehr gut. Und bringt halt den Digivolving-Effekt mit. You may place one Durandamon or... Ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen wird. Brave Ludramon from your hand on top of discards Digivolution cards to gain 3 memory. So, also, was heißt das? Wir können diese Digimon, können wir, wenn wir einmal digitiert sind, können wir eins von den beiden als Digivolution Source ganz oben drauflegen und kriegen dafür 3 Memory. Das heißt, essentiell digitiert dieses Digimon einfach für 0. Das ist alleine schon sehr gut. Klar braucht Ragnar Lordmon ein gewisses Setup und macht es in dem Sinne am Anfang etwas langsamer. Man muss aber auch dazu sagen, dementsprechend, wenn es einmal da ist, kriegt man es aber nicht weg und es haut halt ordentlich rein. Wir gucken uns das etwas genauer an. Und zwar fangen wir einmal mit dem Durandamon. Das Ludramon gehört zur schwarzen Digitationslinie. Ansonsten haben wir hier halt ein Level 6er Digimon. 10 fürs Ausspielen. Finde ich ehrlich gesagt schon okay. Hat mich auch überrascht, da es normalerweise nur von den 12.000er Vanilla Digimon kommt. 12.000 Digipower, das ist einfach ideal. Das möchte ich sehen beim Level 6er Digimon. Kann für 3 aus Rot oder Schwarz digitieren, also wieder das gleiche hier. Und vor allen Dingen ist die Kombination 3 fürs Digitieren und 12.000 ist halt echt gut. Und es bringt halt es bringt zum ersten Mal ein Level 6er ins Spiel, was einen Inherited-Effekt mitbringt. Und zwar bringt das hier einfach mit Piercing. So, das heißt, wir können auf dieses Digimon sozusagen drauf digitieren oder wir können es von unserer Hand drauf spielen. Hat natürlich auch Legends Arms. Das heißt, damit können wir das auch suchen, dazu kommen wir gleich noch. Aber wir stellen uns einfach vor, wir haben dieses Digimon hier. Wir möchten halt angreifen. Klingt ja ganz gut. Unser Gegner hat einen Blocker da liegen, wir haben dadurch aber Piercing und machen trotzdem unseren Schaden. Ist auf jeden Fall eine Kombo, die man nicht unterschätzen sollte. Dann hier einmal das Metall Greymon. Ganz normale Stats. 8 fürs Ausspielen, 7000 Digipower, 3 fürs Digitieren. Hier geht es aber um When Digivolving, you may return one Level 7 Digimon Card with Virus and its Attribute from your Trash from your Hand. Ist ja ganz cool. Wir digitieren einfach nur und können eventuell einen Ragnar Lordmon, was im Security-Check aufgedeckt wurde, können wir so wieder auf die Hand nehmen. Finde ich halt cool, dass wir eine Interaktion haben und Karten aus dem Trash wiederbekommen. Außerdem mag ich halt dieses Metall Greymon sehr, da es halt, wie eben schon gesagt, auf Digimon World 1 anspielt. So, dann haben wir hier noch ein Ultra-Level-Digimon, Duramon. Ich entschuldige mich für die falsche Aussprache. Hat auch Legends Arms. Ist also gehört halt auch wieder zu dieser Reihe dazu und sagt halt den Inherited Effect, your turn while this Digimon's Level 7, it gains Security Attack plus 1. Das heißt, unser Ragnar Lordmon hätte jetzt, wenn wir nur dieses Digimon runter haben, Security Attack plus 2 insgesamt, also checkt halt 3 mit einem Angriff. Dazu gehört dann noch das Super Igamon, auch wieder Legend Arms, und bringt halt den Inherited Effect mit, your turn while this Digimon's Level 7, it gains Security Attack plus 1. Das heißt, unser Ragnar Lordmon würde jetzt prinzipiell schon plus 1 hiervon, durch das Ultra auch nochmal plus 1, durch sich selber kriegt Ragnar Lordmon nochmal plus 1. Das heißt, insgesamt würden wir mit Angriff 4 Security-Checks durchführen. Wir könnten das Ganze jetzt natürlich noch erhöhen, weil dadurch, dass es rot ist, kriegt es halt durch den aktuellen Tie-Tamer auch noch Security plus 1. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz ungewöhnlich, dass wir halt sagen, okay, wir bekommen Security Attack plus, oder mit einem Angriff nehmen wir die gesamte Security unseres Gegners weg. Ich glaube, das wird nicht ungewöhnlich sein. So, dann haben wir Zubamon. Zubamon ist das, was das Ganze sozusagen zum Laufen bringt. Playcost von 3, 1000 Digipower, das ist nicht ganz so cool. Aber das könnte dieser eine Angriff sein, mit dem wir halt die letzte Security holen. 0 fürs Digitieren ist okay. Oder was heißt okay, ist das, was wir wollen. On play, reveal the top 5 cards of your deck, add 1 Ragnar Lord
one Digimon card and one Digimon card with Legends Arminus type among them to your hand. Entschuldigung, ist schon etwas spät. Ich musste nochmal nachgucken, ob der Satz auch richtig war. Place the remaining cards at the bottom of your deck in any order. So, ist selber auch Legend Arms. Und wir spielen dieses Digimon aus, können explizit einen Ragnar-Lordmon auf die Hand nehmen und ein anderes Digimon mit Legends Arms. Das heißt, das ist, hat eine Engine in sich selber. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hiermit etwas treffen, ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch, da wir 5 Chancen haben, etwas zu treffen, was wir brauchen. So. Was haben wir denn ansonsten noch? Gehört nicht wirklich zu einer Digitationslinie, aber wir kriegen noch dieses Lavogaritamon. Es hat ein Ultra-Level-Digimon mit 8000 Digipower und das nur für 2 digitiert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das heißt, wir haben in Rot noch ein zweites Digimon, was für 2 aufs Ultra-Level digitiert, was mehr Digipower bringt. Das heißt, wir können damit noch ein bisschen was mehr machen. Playcost von 7 ist natürlich ein bisschen heftiger als Groundramon, aber prinzipiell könnten wir 2 Digimon haben, die für 2 aufs Ultra-Level digitieren. Das finde ich persönlich halt sehr, sehr cool. So, wenn wir schon mal hier oben sind, die anderen sind meiner Meinung nach nicht wirklich wert, dass wir darüber sprechen. Ja, muss man ehrlich gesagt nicht. Worauf ich mich noch freue, ist das Gigimon. Gigimon bringt halt den Inherited-Effekt mit. Your turn, where there are 5 or more cards in your opponent's trash, this Digimon gets plus 1000 Digipower. Ich mag das halt, da Rot ja wie gesagt generell Power-Gainer hat und ich diese 1000 halt auch mag, um über andere Digimon drüber zu kommen. Koromon erfüllt diese Aufgabe aktuell schon ganz gut. Allerdings hat Koromon das Problem, wir brauchen 4 Digivolution Sources. So, das Ganze heißt dann im Endeffekt, wir müssten ein Mega-Level-Digimon haben, was voll digitiert ist, um diese 1000 dazu zu bekommen. Es kann natürlich sein, dass ich aus welchem Grund auch immer ein Rookie einfach so gespielt habe und dementsprechend fehlen mir diese 1000 halt. Beziehungsweise, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich gerade so drüber nachdenke, da wir ja ansonsten kein Digitama drunter haben. Aber es kann ja sein, dass ich das Digimon habe, angreifen möchte und es ist auf dem Ultra-Level und der Effekt kommt halt nicht zu tragen. Hier ist das etwas besser, würde ich sagen, da alles ab dem Rookie-Level kann diesen Effekt schon bekommen. Es müssen nur 5 Karten im gegnerischen Trash sein, das sollte nicht unmöglich sein. Und setzt dann natürlich, macht allgemein unsere Digimon stärker, aber vor allen Dingen finde ich es halt interessant, wenn wir an Metall-Tyrannomon denken. Es kann dann durch ein Greymon, kann es Security Tech plus 1 haben, hat selber 10.000. Wir haben vielleicht noch ein Argumon drunter, dieses Digimon. Und damit hat es einfach 12.000 auf dem Ultra-Level. Das ist schon sehr stark und deswegen mag ich diese Karte halt, da es halt ein, ja, wie soll man sagen, genereller Power-Gainer ist oder halt einfacher zu triggern ist, dieser Effekt. So, dann gucken wir uns noch Blitzgreymon an. Blitzgreymon ist auch ein Digimon, was mir sofort ins Auge gesprungen ist und das wir auf jeden Fall auch sehr, sehr oft sehen werden. So, es hat halt eine Playcost von 12, wollen wir also nicht ausspielen, 12.000 Digipower, das ist schon gut. Digitiert auch wieder aus Schwarz oder Rot für 4. 4 ist schon wieder dieses, wo man sagt, ah, das ist eigentlich zu viel, eigentlich gebe ich meinem Gegner zu viel Memory damit. Warum geht das aber trotzdem? Gucken wir uns jetzt an. Zwar einmal bringt dieses Digimon selber für sich Piercing mit, hatten wir eben schon. Das heißt, wenn wir geblockt werden sollten, machen wir trotzdem Schaden. Kombiniert mit den 12.000 und dass wir halt noch mehr Digipower dazu bekommen können, macht es halt mega gut. Ansonsten bringt es halt den interessanten Effekt mit, when Digivolving trigger D Digivolve 2 on one of your opponent's Digimon. Trash up to 2 cards from the top of one of your opponent's Digimon. If it has no Digivolution cards or becomes level 3, you can trash any more cards. Kennen wir ja. Aber hier ist halt das Interessante, ich werfe meinen Gegner damit sozusagen zurück. So, was meine ich damit? Wenn wir 4 geben würden, würden wir unseren Gegner meistens auf 3, 2 setzen, selten mal auf wirklich 1. Und damit hätte unser Gegner Memory, um zu arbeiten. Allerdings dadurch, dass wir ihn 2 Digitationsstufen zurückwerfen, haben wir die Kosten sozusagen wieder rausgeholt und sind sozusagen auf einem gleichen Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine, aber normalerweise, wenn man halt gegen den Gegner spielt, möchte man halt, dass man den Gegner so wenig Memory wie möglich gibt, damit man halt selber höher digitieren kann, als er und stärker ist. Hier in dem Fall würden wir unserem Gegner halt 4 geben. Unser Gegner könnte halt viel machen, verhältnismäßig. Allerdings setzen wir ihn auch wieder um 2 Stufen zurück, weswegen er halt auch wieder hochdigitieren muss, was ihn auch wieder Zeit kostet. Das macht es halt in meinen Augen so gut, deswegen werden wir es auch öfters sehen. Und dadurch, dass es halt noch rot ist, können wir halt auch noch die Security-Checks selber erhöhen, die wir haben. Und dadurch, dass wir halt Piercing haben, sind wir halt auch gegen Blocker nicht mehr so anfällig. Das Ganze haben wir ja schon mal erläutert. Zum Thema Rot. Das Video verlinke ich euch gerne hier oben rechts, wo wir halt über Rot gesprochen haben, was die Schwächen davon sind. Blocker ist einer davon, mit Piercing kann ich das sozusagen umgehen. So, ansonsten von den Digimon selber muss ich sagen, überzeugen mich die anderen einfach nicht so. Die bringen halt nichts mehr, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ja, das ist wirklich spielentscheidend oder das gibt mir einen gewissen Vorteil. Das Einzige, was wir noch vielleicht zu erwähnen ist, wäre dieses Greymon. 5 zum Ausspielen, 4000 Digipower, 2 fürs Digitieren, das ist also ganz normal.
Allerdings bekommen wir hier ein Digimon, was einen Security-Effekt hat. At the end of the battle, play this card without paying its memory cost. Was ist daran so besonders? Nun, das heißt, wenn diese Karte im Security-Check aufgedeckt wird, nachdem der Security-Check durchgeführt wurde, können wir diese Karte einfach ausspielen. Klar ist das in gewisser Weise cool, dass wir einen zusätzlichen Buddy auf dem Feld haben. Allerdings weiß ich nicht, ob wir genug Platz haben, um zu rechtfertigen, dass wir diese Karte noch im Deck haben. Das Problem an der Sache ist halt die Digitationskosten von 2 plus die Tatsache, dass wir keinen Inherited-Effekt mitbringen. Warum ist das ein Problem? Naja, einfach gesagt, für 2 könnten wir auf das Greymon aus dem Starterdeck digitieren, was Security Tech plus 1 sagt, oder auf das Greymon aus dem aktuellen Set, was uns einfach 2000 Digipower dazu gibt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob Rot das wirklich rechtfertigen kann, den Platz dafür auszugeben. Klar, der zusätzliche Buddy auf dem Feld ist geil. Spart uns eventuell auch eine Runde sozusagen, da wir direkt aufs Ultralevel digitieren können. Allerdings glaube ich nicht, dass Rot diese Karte wirklich effizient nutzen kann im Verhältnis zu dem, was man sonst spielen kann. So, als letztes haben wir noch Option Cards. Viele sind meiner Meinung nach wirklich nicht gut oder, was heißt nicht gut, sie können rechtfertigen gar nicht den Platz, den wir in der Deck haben können. Eine Karte, die ich hervorheben möchte, ist auf jeden Fall ein Delicate Plan. Abgesehen davon, dass ich das Artwork sehr, sehr mag. Play Cost von 1, das heißt, selbst wenn wir auf 1 gesetzt werden, können wir sie noch einsetzen. Bringt aber den interessanten Main Effekt mit. One of your Digimon gains, this Digimon doesn't activate the security effects on any cards it checks for the turn. Kurz dazu gesagt, hier handelt es sich um einen Übersetzungsfehler, der wurde auch schon korrigiert. Es geht nur um die Security Effekte on Option Cards, nicht auf Thema Cards. Ja, ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Aber trotzdem, Option Cards werden einfach nicht aktiviert, wenn das Digimon damit angreift. Ist eigentlich so der gleiche Effekt, den das aktuelle rote Wargreymon aus dem Set hat. Finde ich, ist sehr, sehr gut. Und somit hat man diesen Effekt sozusagen auf all seinen Digimon. Das heißt, man kann keinen Removal aufdecken. Finde ich sehr, sehr gut. Und es hat einfach einen coolen Security-Effekt, add this card to your hand. Das heißt, selbst wenn diese Karte im Security-Check aufgedeckt wird, kriege ich sie auf die Hand, sie ist nicht weg und ich kann sie einsetzen, wenn ich es brauche. Finde ich, ist eine sehr, sehr coole Karte. Der Security-Effekt rundet das Ganze für mich einfach ab. Ich werde sie auf jeden Fall in Rot spielen und irgendwie reinkriegen. Der Rest, ich möchte die Sachen, wie gesagt, nicht niedermachen, aber in meinen Augen sind die einfach nicht gut. Eventuell diese Karte noch, Plasma Stake für 4. Main Delete one of your opponent's Digimon with 13.000 Digipower or more. Das Problem ist, da muss natürlich erstmal ein Digimon liegen, was das hat. Ich aktiviere diese Karte in meiner Runde. Mein Gegner hat keine Stat Gains von seinen eigenen Karten. Das heißt, er muss wirklich auslegen mit 13.000 oder mehr. Sprich, wenn diese Karte von Anfang auf meiner Hand ist, habe ich eine tote Karte. Der Security-Effekt ist ein bisschen besser, da das dann in der Gegnerrunde aktiviert wird, die gegnerischen Digimon dort stärker sind und ich eventuell mehr Ziele habe. Aber ansonsten, ich bin von dieser Karte nicht überzeugt. Ja, Volcanic Flare macht einfach in meinen Augen zu wenig. Scrap Claw ist an für sich auch eine coole Karte, gibt einem meiner Digimon halt Piercing für die Runde. Allerdings hat es keinen Security-Effekt, eine Kost von 3 und ich finde, es ist zu optional, oder optional sage ich schon, zu situationsabhängig, wann diese Karte wirklich gut ist. Brave Shield sticht ein bisschen hervor, für 5 ist das schon teuer. Main, unsuspend one of your Digimon until the end of your opponent's next turn, that Digimon gains Blocker. Ist ein bisschen, ich sag mal, eine Überraschung für unseren Gegner. Allerdings ist das Problem hier auch wieder 5 Kosten und dann den Platz im Deck zu finden, wird sich halt zeigen, ob die Karte wirklich gut ist, brauchbar, was man damit machen kann. Aber ansonsten, die anderen Digimon sind halt, oder bringen meiner Meinung nach halt zu wenig mit aufs Feld, dass ich da wirklich was Sinnvolles mitmachen kann. Ist zumindest meine Meinung. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, auf welche Karten aus Rot ihr euch freut. Ja. Ansonsten würde ich sagen, haben wir noch eine Karte sozusagen offen, die wir uns angucken können. Das Problem ist, sie wird halt als weiß gezählt, deswegen wird sie hier nicht angezeigt, und zwar kriegen wir noch Omnimon Alter S. Omnimon Alter S als solches, Playcost von 15, viel zu hoch, wird keiner ausspielen, 15.000 Digipower ist schon sehr gut, ist damit wie, als Omnimon wieder das Höchste, was wir haben. Kann aus Rot und Schwarz digitieren für 6, das ist schon ein bisschen heftiger. Ist auch wieder vom Virus-Typ, das heißt, wir können das auch wieder mit dem Metall-Greymon aus dem Ablagestapel holen, wenn es im Security-Check aufgedeckt wurde. Bringt den Effekt mit, when Digivolving Trigger, die Digivolve 1 on all of your opponent's Digimon. Gleiche Regeln wie sonst auch immer, das heißt, wir spielen das Ding aus, können die Digivolve von all unseren gegnerischen Digimon machen, vorausgesetzt, es sind Digivolution Sources drunter oder es ist nicht Level 3, und machen einfach die Digivolve 1. Then delete all of your opponent's Digimon with 5000 Digipower or less. So, diesen Effekt finde ich halt sehr, sehr cool. Das heißt, einmal werden alle schwächeren Digimon damit weggemacht. Wir haben sozusagen, wenn wir das digitieren, den Effekt von Volcanic Drawmon sogar mit 1000 mehr. Und können sogar noch eventuell mehr Targets treffen, indem wir Digivolve 1 machen. Das heißt, eventuell von Ultra aufs Champion oder von Champion aufs Rookie und haben dementsprechend mehr Targets. Finde ich also schon sehr, sehr stark. Und es wird sich zeigen, wann
oder in welcher Situation das normale Omnimon besser ist als dieses. Ansonsten hat es noch den Effekt, when attacking, you may make this Digimon unblockable for the turn by returning one of its level 6 Digivolution Cards to your hand. Das heißt sozusagen, wie bei dem jetzigen Omnimon, wenn ich angreife, kann ich das Level 6er Digimon wieder auf die Hand nehmen. Hier kann ich es nicht wieder restanden, aber ich kann dann sagen, okay, es ist unblockbar und komme damit auch wieder an Blockern vorbei. Wie gesagt, finde ich halt eine auch sehr interessante Karte. Was mich persönlich stört, ist, es ist eine Secret Rare Karte, dementsprechend wird sie wahrscheinlich selten und teuer sein. Aber ich denke mal, wenn man diese Karte spielt, macht man damit auch recht wenig falsch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bringt euch gewisse Anregungen oder vielleicht Sachen, die ihr so noch nicht gesehen habt. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karte aus Rot ihr besonders mögt, worauf ihr euch freut. Und ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und machen das nächste Mal mit einer weiteren Farbe, voraussichtlich Schwarz weiter, da Schwarz und Rot sich hier viele Digimon teilen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!